Ja, kann sein. Hier oben ist jedenfalls nichts. Naja, genau. Deswegen. Also hier sehe ich jetzt auch erstmal nicht wirklich einen Eingang oder irgendwas, aber die soll hier sein. Laut der Karte. Ah, ne, ist verschmutzt durch die Anlage. Und ah, die ist okay. Level 20, Digga. Ja, natürlich, Budi. Wie soll gut, man ich würde sagen, wir fahren erstmal fort zum Missionspunkt. Da bist du. Warte mal, wo ist mein Ikran? Was du so alles sagst. Ah, einen und nochmal verkacken. Junge. Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge von Avatar Frontiers auf Pandora. Wir sind zurück hier in unserer wunderschönen Basis des Widerstands und der verkackte Dennis ist auch wieder am Start. Ja. Herzlich willkommen. So, du bist da, dann los. Oh. Du siehst so anders aus. Ich bleibe die meiste Zeit mit euch verbunden. Ich gehöre zu euch. Du siehst anders aus. Und auch nicht. Ich habe mich nicht verändert. Aber du gehörst immer mehr zu den Na'vi. Ich hätte nie erwartet, dass sich uns die Aranahe anschließen. Und jetzt sind wir stärker als je zuvor. Das kam von draußen. Wieder ein kaputter Luftfilter. Dann schauen wir mal, was da draußen was so vor sich geht. Von uns halten. Wir sind so anders als sie. Ist das hier? Ich meine. Was ist das? Ich spreche erstmal mit dem hier. Immer noch das Walkie-Talkie von Mercer? Es geht nicht mehr. Ich will es einfach behalten. Keine große Sache. Nein, es überrascht mich nur. Das ist alles. Ich weiß, es ist jetzt alles anders und ich muss stark sein. Nur, ich habe immer... Aber wir müssen nicht alles von ihnen wegwerfen. Mercer wollte, dass Na'vi und Menschen zusammenarbeiten. Oh. Zusammenarbeit macht Wagnisse zu erfolgen. Nur gemeinsam können wir ein besseres Pandora schaffen. Du brauchst was weißt Neues. Du noch? Mercer ist egal. Und wir sind es auch. Tja, trotzdem arbeiten wir hier mit den Menschen. Noch immer gemeinsam für Pandora. Was brauche ich denn eigentlich? Müsste ich mal gucken. Ich glaube, eine Hose wäre nicht schlecht. Ich habe gehört, der Kollege. Dass die Aranahe Menschen hassen. Aber es gibt bestimmt Ausnahmen. Ich hoffe, die Sahantu bleiben in der Nähe. Hey, wie kommst du voran? Ihre gewählten Sachen sind so schön. Ich würde gerne. Man kann ja jetzt hier auch mit dem Typi handeln. Ja, ja. Weil wir jetzt haben wir. Ich habe jetzt hier so ein paar so eine Dinge da. Irgendwann habe ich ja gerade erst bekommen. Ich müsste jetzt mal gucken, was ich noch gar nicht habe. Ein guter Look ist nie falsch. Ich habe nichts für die Füße. Und ja, aber habe ich tatsächlich auch nicht. Oh, ich dachte, eine neue Hose würde vielleicht ganz gut sein. Oder was für ein Arm. Da habe ich plus 30. Ah ne, 40 Gesundheit. Okay, ich glaube, das kann man nicht toppen. Auch Brustschutz ist ziemlich gut. Ja, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, also ich bin so. Was für die Hose. Warte mal, ich kaufe mir kurz die Hose hier. Warte auf Verbündeten, los, jetzt ab, raus aus der Basis, ab geht's. Bringt mir nämlich 35 Gesundheit. Die Hose? Da habe ich nur 20 tatsächlich. Die ist gut. Ansonsten habe ich noch den Armschutz. 20, 12. Dropschutz bringt, was ist das? Abgeschirmtes. So, Kosmetik ist dann natürlich. Ah, jetzt habe ich sogar gar nicht mehr genug. Ja, klar, logisch. Und die hier unten sind ja schlechter. Geil, neuer Hosenschutz. Hm. Wo ist er? Da ist er, Junge. Da sieht da gleich viel fresher aus, der Dude. Hey, yo, Digga, wie man sich. Ey, bloß nicht das da. Schrecklich. Kosmetik? Nee, Mann. Und? Na gut.
Digga, wann kriegt man hier was für die Füße? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen, würde ich einfach mal sagen. Indem wir dem Spielverlauf weiter folgen. Ab geht's. Los, 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 los. Dieses Weiterfolgen. Ja, dem Straßenverlauf weiterfolgen. Genau. Wie beim Navi, Digga. In 600, warte mal, du hast gesagt, du hast ja diese geile Hose gekauft. Vielleicht hole ich mir einfach mal. Was darf es heute sein? Die kostet aber 15. Weiß nicht, wie viel du hast. 35. Ey, dann müsstest du die eigentlich auch kaufen können. Wo ist denn die? Ach, da oben rechts, oder was? Ja. Rajindas Shorts. Die habe ich mir gegönnt, weil das ist so bei mir das Einzige, was noch nicht so gut war. Ja, aber da muss ich auf alle Fälle das Design überarbeiten. Lass so. Dich nicht zerstückeln! Digga, warum ist dieser Controller eigentlich durchgehend am Vibrieren, Alter? Ich weiß auch nicht. Ist das bei dir auch so? Rajindas Shorts ausrüsten. Achso, weil ich das Design-Element eh schon hatte, sieht es immer noch gut aus. Okay, passt. Gut. Ja, ich spiele ja mit Tastatur, von daher habe ich das Problem nicht. Achso, lol, okay. Ja, du sei froh. Also das ist wirklich nervig. Wirklich durchgehende. So, dann ab geht's. Ja, ich komme. Ich habe Schnellreise gemacht. Warum auch immer. Ich war ja im gleichen Labor, aber naja. Ja. Standeszentrum. So jo. Begrüßt du nach all dieser Zeit eine Sarentu? Ich musste es selbst sehen. Sie hat noch nicht einmal gezuckt. Furchtlos wie die Sesua. Oder einfach nur träge. Das kommt darauf an, ob ich das Ziel war. Mein Name ist Nessim Oloekdan von den Sesua. Und kein Krieger auf Pandora kann unsere Speere besiegen. Dann hast du uns nicht kämpfen sehen. Ich habe gehört, du hast diese Webe aus ihrem Baum gelockt. Aber die Himmelsmenschen zerstören unser Land auch. Wir kennen sie. Nur zu gut. Ich hole Alma. Sag, was du denkst, Rinella. Wir haben denselben Feind. Wir kämpfen gemeinsam. Jemand wird euch aufsuchen. So wie unser Volk einst. Meine Schwester Minang jagt unter den Bögen der Feierlichkeit. Und da, lass den Drachen steigen, so wie unsere Reiter. Und sie wird zu dir kommen. Sag mir nicht, dass wir wieder ins Labor rein müssen. Bereite dich vor, bevor du die Sesua Zeit aufsuchst. Der Wanderer, Mann, Digga. Reise zu den Bögen der Feierlichkeiten. Oh, ich hab irgendwie gar nichts aktiviert. Achso. Jetzt. Genau, sie sind nördlich des Steinklingengrats über den Jubelfällen. Ja. Ist die Frage, machen wir das jetzt? Ja, gehört eh nichts anderes. Oh, hier ist eine Ahnenfähigkeit. Ich markiere die mal. Weil die würde ich ganz gerne. Boden. Ich glaube, ich sehe das nicht. Ich flieg dir einfach mal nach, würde ich sagen. Ja, flieg mir nach. Jetzt muss mein. Oh, passt. Ja. Warum kämpft sie nicht öfter für uns? Ah, die 3,8 Kilometer entfernt, oder was? Ja. Na gut, dann seh ich's. Ja, das, was bei dir da oben in lila ist. Ja, das ist klar, weiß ich Bescheid. Das ist die die nächste Ahnenfähigkeit. Das wird anders sein. Ah, fliegen wir jetzt zu dem Bohrturm da? Oh ja. Ich will dann mal gucken, ob wir was machen können, aber. Nö, nee, fliegen wir nicht. Ich glaube, wir fliegen weiter. Kann ich dann reisen? Ah ja, unser Ziel ist rechts. Ja. Und ja noch 2 Kilometer, ey, bis wir da sind. Ja, es geht. Also, guck mal. Ja. Eww. Was für ein Leckerbissen, ha, Fluff? Fluff, Alter. Ich nähere mich einer echt großen RDA-Basis.
Im nördlichen Kinglord-Wald. Umgeh diesen Ort, wenn du leben willst. In der Basis gibt es mehr RDA als Kinglord im Wald. Oh. Und flieg auf keinen Fall zu nah ran. Die Flugabwehrtürme schießen. Ich geh jetzt erstmal zu der Ahnenfähigkeit und danach fliege ich zu der Mission. Ich werde mich vorerst fernhalten. Okay, die Basis. Ja, wurde ich wurde gerade vor dieser Basis explizit gewarnt. Was die RDA da tut. Priya und Daylan könnten dir mehr echt, dazu ja? erzählen. Ja. Aber die RDA so, wo haben wir denn das schicke Blümchen? Okay, vielleicht ist das eine der finalen 200 Meter. Alter, das sind ja... Oh Gott, ich... Scheiße! War zu nah. Okay, dann muss... Es ist auf alle Fälle jetzt eine Quest geworden für mich. Diese Laser-Erzverarbeiter Alpha ist tatsächlich eine neue Kampfmission. Meister, kannst du landen? Wo ist denn das? Hier? Hier oben, oder was? Alter, mein... ich hab... Digga, mein Ikran, Alter. Er parkt direkt am Rand, Digga. Er parkt! Ja, du bist mitten... Du bist im Baum. Ich kann dir gar nicht helfen. Muss gehen. Digga, was ne Scheiße, Alter. Ja, ja! Ah, warte. Nee. Doch, warte mal. Ich bin... Bin ich denn? Ja, muss gehen. War aber vorhin auch so. Ah ja, ach da bist du. Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, guck. Richtiger Pyrofy, oder was? Digga, mein Ikran, Alter, wirklich. Walla schwöre, ey. Oh Gott, ich bin ja hier oben. So, jetzt ist die Frage, wo ist diese komische Fee, diese komische Pflanze? Oh Gott. Alles gut. Ja, ich gehe mal von aus ganz oben, oder? Kann man da irgendwie in den Baum rein? Weil offensichtlich ist die da drin. Ich wäre erstmal oben gelandet und dann... Da oben hatte ich nichts gesehen. Sei denn, du siehst da was. Du kannst ja mal oben gucken. Ich guck mal, ob ich unten was finde. Vielleicht gibt es da hier tatsächlich einen Eingang in den Baum. Ja, kann sein. Hier oben ist jedenfalls nichts. Naja, genau. Deswegen... Also hier sehe ich jetzt auch erstmal nicht wirklich ein... Eingang oder irgendwas, aber sie soll hier sein. Laut der Karte. Ah, nee, ist verschmutzt durch die Anlage. Und ah, die okay. ist Level 20, Digga. Ja, natürlich, Budi. Wie soll gut, ich würde sagen, wir fahren erstmal fort zum Missionspunkt. Da bist du. Warte mal, wo ist mein Ikran? Ja, Level 20, ja, ne, da, ja. Ja, da haben wir ja noch richtig zu tun, da. Haben wir noch ein bisschen zu tun, ja. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ah ja, hier. Ah ja, okay, das ist jetzt hier quasi der nächste Ikran-Flugreichweite verlassen. Ich muss allein weiter. Aber wir sehen uns bald. Weil man darf nicht. Was ist das hier? Berühren. Ja, meiner bleibt hier sitzen. Gesundheit dauerhaft gesteigert. Cool. Ah, hier, ja. Komm her. Ach, berühren. Oh, finde ja. die Höhle, die zu den Bögen der Feierlichkeit führt. Okay, ja, ja, alles klar. Ich bräuchte echt mal irgendwie so Obstpflanzen. Müsste mal wieder irgendwie was ernten. Ja, ich hab's wieder voll. Lol, wieso ist denn hier schon wieder so ein Kreis? Alter, wie es hier drin aussieht, Junge. Ja, ja, ist schon wieder. Schon wieder nice halt. Ja, okay. Ah, oh, ein Skillpunkt! Ja. Den können wir jetzt. Vierte Waffenrad holen. Warum hat das nur zwei gekostet? Hat zwei gekostet. Dann nehmen wir uns das mal. Oh Gott, wo waren das? Ich glaube bei... Hier, bei Krieger. Dann gut vorbereitet. Schaltet deinen vierten im Waffenrad frei. Haben wir... Geil! Weil, dann kann ich nämlich... genau. So. Okay. Und weiter geht's. Kann man da keine Waffe zuweisen jetzt? Du hast einen neuen Steckplatz.
Jetzt kann muss er jetzt da irgendwie die Waffe zuweisen können, oder? Au, 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 also, ja, ich hab gerade nur drei Dings. Oh, ist egal. Ah, hier. Ah, ne, jetzt habe ich den vierten tatsächlich. Aber ich hab halt keine vier. Waffe Rhinos. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich vier habe. Ah, hab ich auch, aber offensichtlich kann man auf dem Waffenrad nur wechseln zwischen den beiden, die man da hat. Also ich könnte jetzt nicht das hier. Ah, doch. Nee, geht nicht. Jetzt guck erstmal, dass du hier hochkommst. Wenn ich den jetzt... Nee, kann man nicht. Das ist ja dumm. Das ist ja richtig dumm. Das hätte man wissen müssen. Belastend. So, ich warte mal hier. Hier scheint es wieder episch zu werden, glaube ich. Wo sind sie? Da. Digga. Höhenprärie. Wie krass das von hier aussieht mit den Felsen da in der Luft. Richtig geil. Ja, Digga, mein Gott. Halt. Also hier ist windig. Bisschen dezent, ja. Geht's hin? Ach, da einmal. Hier müssen wir hin. Kann ich hier plündern? Ist da was drin? Das ist das Erste, woran er denkt. Oder? Ja, klar, immer. Eine Kochzutat. Federklingsamen. Ich habe cremige Eier bekommen. Geil. Oh yeah. Oh, ah, du hast ihn schon steigen gelassen. Sorry. Auf dem Wind reiten und am Feuer feiern. Wir haben eure Geschichten vermisst. Schwester, du musst ihr Zeit zum Anpassen geben. Sie soll unsere Luft atmen, unsere Erde spüren. Die Sakru treffen. Wer sind die Sakru? Unsere Schützlinge und Beschützer. Heimat und Herz. Das Heim unseres Volkes wandert. Es ist niemals am selben Ort. Aber wir kennzeichnen den Pfad. Mit Drachen. So findet ihr immer nach Hause. Du denkst schon, wie wir Sesua. Jetzt lernst du reiten. Wie wir. Juhu. Das ist ja eigentlich eine gute Stelle für einen Cut. Lol. Egal welches. Wir binden. Wir also, sich das fürs nächste Mal lassen. Langsam, ruhig. Stell die ja. Oder willst du das noch machen? Nee, wir sind definitiv hier an einem sehr guten Crosspoint und natürlich muss man da auch jetzt ein bisschen fies sein und das Ganze verschieben auf nächste Folge. Dann können wir scheinbar auch reiten. Das wird sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal schauen, wie das wird. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Ciao.